Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es ein paar neue News zur Season 5. Allerdings wird es keine Spoiler geben. Das heißt, ich werde euch kein Thema zur neuen Season oder auch keine Live-Event-Leaks irgendwie zeigen. Sondern es gibt wirklich nur offiziell bestätigte News. Falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne auf meinem Twitter und auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Beide Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Auf Twitch bin ich zurzeit daily live und auf Twitter bekommt ihr immer noch Zusatzinfos, falls ich irgendwann mal später Livestreame, früher Livestreame oder falls Videos später kommen, werdet ihr dort auf jeden Fall immer benachrichtigt und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort noch ein paar mehr Follower sammeln. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den ersten News und als erstes gibt es direkt hier in-game eine Neuigkeit und zwar wird es ein neues Fortnite Crew Paket geben, das ist im Prinzip eine Subscription-Funktion, ähnlich wie man sie immer auf ganz, ganz vielen anderen Plattformen schon hat, bezahlt man immer einen gewissen Betrag, in diesem Fall 11,99 €. Stand jetzt zumindest und damit bekommt man dann eben halt unterschiedliche Sachen. Im Fall von Fortnite wäre das einmal dieser Skin, der wird allerdings auch jeden Monat ausgetauscht, das heißt man hat wirklich monatlich einen neuen Skin. Im nächsten Monat wird es dann dieser Skin sein, sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Zusätzlich dazu 1000 V-Bucks, ebenfalls natürlich monatlich und dann immer den Battle Pass, falls der neu rauskommt, das heißt so ungefähr alle 3 Monate bekommt man dann immer den Battle Pass kostenlos. Dazu gibt es auch direkt einen kleinen Trailer und das Ganze nennt sich immer, wie gesagt, die Fortnite Crew. Ist, finde ich, auf jeden Fall eine ganz gute Option, vor allem wenn man sich regelmäßig V-Bucks kauft, kostenlose Skins eben mal dadurch bekommt, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr cool und das Besondere hierbei ist eben halt auch, dass diese Skins tatsächlich exklusiv sind, das heißt man kann die eigentlich nur durch diese Fortnite Crew bekommen, denn ansonsten hat man eben halt keine Chance, sie irgendwo im Itemshop oder so zu erwerben, sondern die werden eben halt wirklich nur in diesem Fortnite Crew Abonnement enthalten sein. Die Skins können aber irgendwann wieder nach einer gewissen Zeit in dieses Abonnement-Paket, in das Fortnite Crew-Paket reinkommen. Das heißt, sie sind da nicht für immer verschwunden, aber auf jeden Fall werden die immer Fortnite Crew exklusiv bleiben. Das Wichtige ist aber hierbei, dass man immer die Belohnung abholen muss auf der Plattform, wo man eben halt auch das Abonnement abgeschlossen hat. Das heißt, wenn ihr immer auf PC spielt, dann schließt das Abonnement auch auf PC ab, denn falls ihr ansonsten nur auf der PlayStation spielt, dann könnt ihr euch das eben nicht abholen oder müsst ihr erst wieder zum PC gehen, um es euch dort abzuholen. Ist etwas schade, dass sie das einfach nicht so gemacht haben, dass man es aus jeder Plattform machen kann. Aber das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Generell müsst ihr euch natürlich monatlich auch einloggen, um überhaupt diese Belohnung zu bekommen. Ansonsten gibt es hier auch noch ein paar neue News zum Level-Paket. Denn es wird nicht mehr wie sonst immer sein, dass man die 25 Level, diese ersten 25 Level, sich nur am Anfang der Season kaufen kann, bevor man den Battle Pass überhaupt gekauft hat. Sondern man kann ab jetzt immer 25 Level kaufen. Das Ganze geht bis Level 75. Das heißt, man kann im Prinzip auch, wenn man den normalen Battle Pass schon gekauft hat, 25 weitere Level kaufen, um dann immer noch mal etwas höher am Level zu steigen. Und muss dann immer nicht jedes Level einzeln kaufen, bekommt dafür natürlich einen kleinen Rabatt für die einzelnen Level. Das ist auf jeden Fall auch noch ganz cool. Dieses Abonnementpaket wird ab dem 2. Dezember starten. Das heißt, ab dem neuen Season Start. Denn es ist hier so, wir werden am 1. Dezember den letzten Tag der Season haben. Dort findet ja auch das Live-Event statt. Und wahrscheinlich, das ist jetzt nicht bestätigt, aber wahrscheinlich würde es jemals so sein, dass nach dem Live-Event irgendwie so um 22.20 Uhr, wenn das jemals endet, das Server jemals offline gehen, irgendwas ähnliches wie beispielsweise ein schwarzes Loch kommt und dann werden die Server für ungefähr 10 Stunden offline sein. Am nächsten Tag, dann am 2. Dezember um 10 Uhr wird dann ganz normal die neue Season aufgespielt und dann können wir eben halt auch direkt wieder in die Season 5 reinstarten. Das heißt, wir haben eben halt ungefähr so einen Tag wirklich Downtime, wo man eben halt nicht Fortnite spielen kann. Vorher war noch die Vermutung, dass eventuell eine zweitägige Downtime gäbe, also dass erst am 3. Dezember die neue Season starten würde, aber dadurch, dass eben halt am 2. Dezember jetzt schon dieses neue Paket rauskommt, zusätzlich, dass auch noch von ein paar Leakern auf Twitter bestätigt wurde, ist es relativ safe, dass jetzt tatsächlich die neue Season am 2. Dezember starten wird. Ich werde euch, falls da irgendwas Offizielles natürlich kommt, weiterhin darüber informieren. Ich bin sehr, sehr hyped aufs Live-Event, werden wir uns natürlich auch zusammen auf Twitch anschauen und dann war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.